Schon wieder entwischt. Aber wir sind nur auf der Spur. Wir gehen rundum in den Garten zurück. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Auch zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wieder zu bekommen. Schöner Garten. Nur. Hey, Sie. Alles in Ordnung? Ich habe euer Werkzeug. Super. Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Das gehört den Igelbrüdern. Damit gehe ich besser vorsichtig um. Das gehört den Igelbrüdern. Damit gehe ich besser vorsichtig um. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Thank you.
Tunnel ist zu. Zugenagelt. Hier kommt keiner mehr durch. Ich habe euer. Super. Solange der Grünhut. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Nochmal verfolgen. Mal schauen, was er macht, ob er mal durch ist. Da ist er wieder! Sie jagen den Falschen! Ich hab vermaledeite. Jetzt ist er schon wieder. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann dir machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Donnerbalg und Blitz! Lass mich in Ruhe, du Balg! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Jetzt ist es mir aufgefallen, dass dein Schornstein. Ob der auch wohl ist? Hoppla! Du hast mein Haus zerstört! Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschnitten. Was hab ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an meinen Kobold gucken. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. So ganz leer sieht es irgendwie. Ich habe, das war ein hübscher Kürbis. Kürbishäuschen. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz. Wir machen uns besser an die Arbeit.
Hier ist das Blattboot für Spitzweg, bereit, um in See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse. Wo Spitzweg schon wartet. Okay. Hätten wir das. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Na ja. Hallo, Herr... Ah, du, der Junge mit dem Hut und... Wessen Kirchenmaus? Ich suche was. Viel Matsch? Er ist matt, nicht wahr? Bald, danke, bald. Ja, das kriegen wir schon. Junior? Er ist... Aber ein... Ich glaub ganz... Junior? Das Gespräch ist so schön. Der hochqualitative rote Dinge sagt, du hast's. Hier, okay. Ja. Warten wir mal. Das schon haben. Das bringt nichts. Ich meine, es tut. Das ist noch ganz ausprobieren. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Das muss nicht gelöffelt werden. Nein, ich bin besser vorsichtig. Das bringt nichts. Okay, gehen wir mal durch. Was wollten wir jetzt eigentlich? Ah ja, stimmt, wir wollten zu. Das muss nicht gelöffelt werden. Das bringt nichts. Hallo? Warum? Ich bin zum... Ja? Na, du musst... Das klingt... Oh ja, also... Meist ich schon auch beinahe. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichte die Anker, setz das Segel an die Ruder. Ei, ei. Ruder? Ruder. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange die Welt noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja,
dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Ich weiß gar nicht. Dümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Das muss nicht gelingen. Das bringt nichts. Echt überfordert, was ich als nächstes machen soll. Paddel, Anker, vielleicht können wir mit dem Luft. Zu stumpf. Das bringt nichts. Das hat doch mal geklappt. Sich. Ganz schön schwer. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Hui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Oh, der muss aus der Packung Nägel der Igelbrüder gefallen sein. Au, ganz schön spitz. Muss nicht gelöffelt werden. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Bis später. Pass auf dich auf. Schicker Pilz. So wie. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nein. 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 Und dann lässt uns der Hase vielleicht mal trinken. Nein. Das muss nicht gelöffelt werden.
schöner Garten. Nur. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Das ist die Rückseite des Baums. Über den Stamm und anschließend ganz eindeutig mit Hilfe. Damit bin ich fürs Erste fertig. Ja, uah.